Und man muss natürlich bedenken, dass wir einerseits den Ausdruck der M6P-Rezeptoren haben müssen. Also, was haben wir hier bei den Nanocarriers für ERT mit den möglichen Vorteilen und den Kombinierungen der Enzyme? Was wir hier machen können, ist die Degradation eben schützen, also sprich abwenden. Und wir können weiters an die Generation, also die Bildung von Autoantikörpern über das System erzeugen. Ja, und in diesem Fall können wir außerdem das Leben im Blutstrom und die Effizienz des Systems verbessern. Die Zellinternationalisierung unabhängig von M6PR. Der Eingang ist hier unabhängig und wir haben eben die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Was wir erreichen, ist auch eine verbesserte Biodistribution und Enzymglykosylierung ist hier nicht relevant. Ja? Und somit können wir hier mehr Enzyme in anderen Geweben haben. Und weiters, wenn wir hier die Oberfläche der Nanopartikel sehen, wie Dr. Etterhoff schon vorhin erklärt hat, können wir die Nanopartikel zur Blutbarriere bringen und diese Barriere kann überschritten werden, um diese rekombinanten Systeme zu erzeugen. Ja, wie ich Ihnen vorhin schon gesagt habe, arbeiten wir mit verschiedenen synthetischen Nanopartikeln und in unserem Artikel können Sie diese auch noch einmal genauer einsehen. Was ich Ihnen hier vorstellen möchte, ist, was wir gemacht haben mit den natürlichen Nanopartikeln. Sie haben einen genetischen Namen, Extracellular Vesicles, also EVS, und hier haben wir verschiedene Partikel. Wir haben alle diese, die wir hier sehen, die werden eben von den Zellen erzeugt und von den Zellen ausgeschieden. Wir haben die Early Endosome, wir haben Blebbing, MVB, Exozytose und wir haben Vesicles eben, Mikrovesikel, die zur Spaltung und Abwärtsknospung der Plasmamembran zur extrazellulären Umgebung dienen. Und hier sprechen wir von 150 und 100 Nanometer und Entschuldigung, 1000 Nanometer. Und dann haben wir die Exosome, die aus intraluminalen Vesikeln in multivesikulären Körpern gebildet und nach der Fusion der MVB mit der Plasmamembran sezerniert werden und von denen sehen wir hier eine Anzahl von 330 bis 100 Nanometer und somit eben einen Anstieg der Proteine. Ja, was sehen wir hier? Beide können von einem Rezipienten aufgenommen werden, also Rezipientenzellen von einer Zelle zur anderen können sie miteinander kommunizieren. Ein natürliches System, das zum Beispiel auch bei der Arzneimittelvergabe verwendet wird. Hier haben wir wiederum eine Zusammenfassung eben der Vorteile der EVS als natürliche Wirkstofftransportsysteme, biokompatibel, sie sind biologisch abbaubar, sie haben eine geringe Toxizität und Immunogenität, sie sind stabil in biologischen Flüssigkeiten, sie sind leicht zu erzeugen. Die meisten Zelltypen produzieren EVS und es sind verschiedene Methoden beschrieben worden, um sie zu laden. Die klassische Art und Weise ist zu isolieren und die EVS zu isolieren und dann laden mit dem Molekül, das man hier einführen möchte, also von oben nach unten, mechanisch, chemisch belastet oder eben auch von bottom-up, eben gentechnisch verändert, also genetisch modifiziert, ist auch
möglich, sodass die EVs, die im Cargo drinnen sind, die, das wir brauchen, schon erkennbar ist. Wir verwenden hier das Reflektor, der Coding für das Protein, also GLAM, MYCIS, und um eben die Proteine zu purifizieren, zu reinigen. Und hier haben wir wiederum diese Zellen, die ich hier anzeige, soluble Proteine, lösliche Proteine in Zellmedien oder eben auch, was wir hier unten sehen, Proteine in extrazellulären Vesicles. Alle sind lysomiert. Und für diese Behandlung und wir haben weiters Natascha Kapatova die in diesem Bereich auch arbeiten und sehr viele Publikationen gemacht haben, sehr viele Veröffentlichungen diesbezüglich schon gemacht haben, auch Anfang dieses Jahres. Also da können Sie das auch nachlesen. Gut, gehen wir zum nächsten Punkt. Wir haben hier die CHO-Zellen, also die CHO-Zellen, mit die stabil, einen stabilen Ausdruck haben. Und in der Mitte haben wir beides, das lösliche Protein, das purifiziert wird, und hier die Isolierung also die Absonderung von EV durch Zentrifugation und auch durch Präzipitation, EVGLA, Mikrovesicles und auch Exosome. Wir haben hier eine Analyse durchgeführt. Sie sehen hier unten eben unsere Kurve Nanosite, und wir haben auch ein Western Blot mit den verschiedenen Exosom-Marker. Sie sehen hier CD81, TSG101 und Beta-Tab, wo wir sehen, dass hier keine Cytoplasmatic-Proteine aufgezeigt sind. Ja, und dann haben wir hier die Lysosomal-Proteine mit EV, GLA. Wir haben aber auch sehr interessante andere lysosomale Proteine gefunden, Cystinosin und GBA. Das war für uns sehr interessant, dass wir die auch aufgedeckt haben. Ja, was wir hier sehen, ist auch die Aktivität, die wir hier untersucht haben. Ja, also die enzymatische Aktivität. Hier unten sehen Sie in dieser Grafik eben das GLA in den extrazellulären Vesikeln, die hier viel höher sind als die Aktivität bei den löslichen GLA und höher des Agassidase Alpha, also rekombiniert bei der Behandlung von Fabry-Patienten, und auch die Aktivität, die relativ nicht zu erkennen war bei EVCNTRL, bei der Codierung GLA-Codierung. Man könnte sagen, dass es ist, weil wir hier die solublen Proteine oder Fraktionen eben auch durch Präzipitation hat. Aber hier sehen wir bei 30% eben Sucrose, dass wir hier beides hatten. Also EV, extravesikuläre GLA und auch einfach GLA. Und wir sehen hier in dieser Fraktion UC1, die purifiziert wurde, und wo wir eben hier das Ergebnis auch haben auf der rechten Seite der enzymatischen Aktivität mit der roten Säule und neben der grauen GLA. Hier sehen wir die Aktivität dieses Enzyms war relativ hoch. Ja, was haben wir jetzt hier? Für Morbus Fabry, für die Internalisierung, also Zellwirksamkeit. Hier haben wir eben die Niere, die am meisten betroffen ist, wie Sie wissen, bei Fabry. Sie sehen hier diese Kulturen, und hier haben wir auch ein Checking gemacht bei EVGLA-Aufnahme, und wir sehen eben hier, dass die Zellwirksamkeit
funktioniert hat. Und wir haben weiters auch herausgefunden, dass hier mit LAMP1-Marker eine Kolokalisierung mit lysosomalen Markern gemacht werden konnte. Ja, und dafür haben wir verschiedene Inhibitoren verwendet, eben zum Beispiel für Nacropinozidose oder hier verglichen mit der Test, mit dem Test-Tube ohne Inhibitor, ohne Hämmer. Und hier sehen wir eben den Internalisierungsprozess. Ja. Mit M6P Competition für Protein am Mano6-Phosphat und der Rezeptor war nicht zur Verfügung gestanden. Hier sehen wir die Ergebnisse dazu. GLA versus EVGLA. Und hier sehen wir, dass wir nichtsdestotrotz sehr viel Aktivität haben. Und das war also auch ein sehr gutes Ergebnis für diesen Fall. Ja, und dann wollten wir eben die Zellwirksamkeit auch genau untersuchen, eben mit einem GB3 Clearance Assay in endothelialen Aortenzellen von Mäusen bei GLA-Co-Mäusen. Wir haben hier dieses Experiment durchgeführt. Wir haben Primärkulturen von Fabry-Mäusen, inokulierten Mäusen verwendet. Wir haben sie mit GB3 inkubiert, NBD labeled und dann, sobald dann GB3 kumuliert war, haben wir verschiedene GLAs verwendet und angewandt. Und hier sehen wir das Ergebnis der Inkubation. Wir wollten sehen, ob wir 100% Loss des GB3-Signals in den Zellen erreichen konnten. Und wir sehen hier einen niedrigen Prozentsatz von GLA und die GB3-Deposits sind hier sehr genau zu sehen. Und die Resultate sind also in Bezug auf die Wirksamkeit in vitro auch sehr gut gelaufen. Ja, und hier haben wir noch das EVGLA bei Fabry in vivo. Und wir sehen hier die Marker, intravenöse Administration bei Mäusen und wie wir schon es uns gedacht haben bei den Nanopartikeln, hier sehen wir EV, sehr viele EVs, die in die Leber gehen, auch in Lunge und in Niere, also diese extra vesikulären Partikel wurden aufgenommen und hier unten haben wir auch noch die, den chemischen Part. Sie sehen hier GLA-IHC der Leber und die enzymatische Aktivität war hier auch viel höher als zum Beispiel bei den Tieren, die mit dem Enzym behandelt worden waren. Und hier auch bei der Niere, sehr wichtiges Ergebnis, weil wir hier versus Wild-Type-Mäuse eine sehr hohe Zahl erreicht haben. Ja, und hier wieder eben die Kontrolle mit dem Arzneimittel. Hier haben wir die Analyse der GB3-Levels und hier sehen wir hohe Aktivität auch und auch hohe enzymatische Aktivität in den Nieren. Wir hatten hier mehr Protein ausgeschüttet und auch im Plasma erkennen wir hier extravesikuläre GLA versus Wildtype, Wildtyp. Und hier sehen wir eben auch wiederum, dass der Balken gleich hoch ist. Und für Fabry sehen wir hier wiederum mit EV-GLA viel mehr Effizienz als mit nur GLA. Ja, also wir haben uns also gefragt, ob das auch möglich wäre, bis in das Gehirn zu gelangen. Also hier haben wir eine Positivkontrolle gemacht.
Wir haben hier die Blutbarriere bei einer Intraadministration durchgeführt. Wir haben auch hier gesehen, dass es eine Akkumulation im Gehirn gibt. Nicht bei GLA intravenös, aber wir haben uns danach eben die fluoreszenzmikroskopischen Bilder angesehen und hier sehen wir interarterielle Administration, Signale eben der EV.
und verglichen mit dem freien Enzym, wo wir sehen, dass es keine Aktivität gegeben hat. Aber hier im Mittelbereich sehen wir EVGLA, dass wir bis zu 30% gekommen sind im Vergleich zu den 100% des Wild-Types. Ja, und hier haben wir noch einmal geschaut, ob wir das extrapolieren können auf andere Bereiche. Und hier haben wir eben die HEK-Zellen, die transient exprimieren. Und ja, wir haben weiterum eben die Isolierung von EV durch Zentrifugation und Präzipitation, EVS, GSH. Und hier unten sehen wir eben, dass es eine viel höhere Aktivität des Enzyms gibt. Wir haben hier noch keine In-Vivo-Studien gemacht. Wir hoffen, dass wir das in den nächsten Monaten durchführen können. Aber momentan ist natürlich die Situation ein bisschen schwierig, wie Sie wissen, auch durch Corona. Ja, und jetzt zusammenfassend als Schlussbemerkung, weil ich noch wenig Zeit habe, obwohl ich so schnell spreche. Ja, also EV sind ein gutes Vehikel für lysosomale Enzyme. Lysosomale Enzyme zeigen eine erhöhte Präsenz und Aktivität eben in EV. EVs können eben lipophilisiert werden, gefriergetrocknet werden, ohne ihre Aktivität zu verlieren. Und bei Fabry, bei Morbus Fabry, haben wir gesehen, dass wir eine Verbesserung der Biodistribution einschließlich Gehirn erreichen, dass wir mehr enzymatische Aktivität antreiben und das GB3 effizienter reduzieren und MPS3A in vitro EVSGSH verbessert die Aktivität des Enzyms. Und hier noch meine Danksagung an das Team, an alle Kollegen, die eben die Charakterisierung dieses Systems durchgeführt haben. Hier haben wir Vanessa, wir haben Mar, die in vivo und in vitro gearbeitet haben bei der Testung. Und ja, also vielen, vielen Dank an mein ganzes Team. Und wenn Sie Fragen haben, dann bin ich gerne bereit, diese zu beantworten. Vielen Dank, Dr. Abbasolo. Ich denke, das sind wirklich sehr aufregende Resultate, die Sie hier vorgestellt haben. Und ja, ich weiß nicht, ob es eine Frage gibt von Seiten des Publikums, aber ich möchte Sie selbst etwas fragen. Sie haben gesagt, dass es verschiedene Vorteile gibt bei der Verwendung dieser natürlichen Vesicles versus künstlichen Nanopartikel. Glauben Sie, dass es deswegen ist, weil man das Target, das Ziel der Organe, der Behandlung so ansteuern kann, dirigieren kann und dass das eben der Vorteil ist eben bei der Behandlung? Ja, unbedingt. Ja, also die natürlichen Tryposome der EVs gehen zu denselben Geweben, wo sie eben auch erzeugt wurden, zum Beispiel Knochen zu Knochen bei den Tieren oder auch bei Exomen oder Lungen oder anderen Körperteilen. Und man kann das natürliche Tryposom der EVs verwenden. Aber man kann sie auch modifizieren, genetisch modifizieren. Das heißt, einige Targeting-Veränderungen im Außenbereich. Oder man kann diesen Top-Down-Ansatz fahren und man kann modifizieren, indem man zum Beispiel Peptide etc. hinzufügt. Ja, ja. Also diese Modifizierung an der Oberfläche und der Aktivität kann eben vielfältig passieren. Ich habe hier einige Fragen für Sie. Eine ist, können Sie sagen, warum die Enzymaktivität so viel höher ist in den extrazellulären Vesikel und auch in Bezug auf Antikörper? Welche Antikörper haben Sie verwendet bei Fabry, Morbus Fabry? Ja, zur ersten Frage. Wir haben nicht wirklich eine Antwort darauf. Im Allgemeinen bei lysosomalen Enzymen wissen wir, dass sie sehr instabil sind
Und wenn sie kombiniert werden mit Lipiden, dann wird dieser Prozess noch beschleunigt. Das heißt, wir haben hier eine hohe Komponente an Lipiden und GLA ist dem sehr ähnlich. Deswegen glauben wir, dass wir hier die Steigerung der Aktivität haben. Zur Stabilisierung also sehen wir diese höhere Aktivität. Aber wir machen noch Experimente und Forschung auf dieser Ebene. Und in Bezug auf die Immunohistochemistry bei GLA, das ist schwierig, ja, nicht viele Antikörper für die Histochemie. Es gibt einen kommerziellen Antikörper, Sigma, den ich auch in meiner Veröffentlichung genannt habe. Es gibt noch mehr Fragen, die ich direkt an Sie schicken werde, weil wir leider nicht mehr viel Zeit haben. Aber wie gesagt, ich werde diese sehr interessanten Fragen sammeln und wir werden sie Ihnen schicken und versuchen, dass wir uns zusammenschließen und von Ihnen dann die Antwort wieder übernehmen. Ja, also vielen Dank. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Sprecher des heutigen Tages. Das ist Professor Roberto Giuliani aus Brasilien. Er ist Professor des Departments Genetik und medizinische Genetik im klinischen Krankenhaus von Porto Alegre und ja, in Brasilien. Professor Giuliani ist medizinischer Genetiker, spezialisiert auf vererbte metabolische Krankheiten. Er arbeitet eben am Screening und er ist weiters auch Chairman des Lateinamerikanischen School of Genetics. Weiters im brasilianischen Nationalen Institut, Genetischen Institut und auch der brasilianischen Akademie, Wissenschaftsakademie, Vorsitzender. Und er interessiert sich besonders für Screening von Diagnose und von Fehlern beim Metabolismus, also Stoffwechselfehlern, vor allem in Bezug auf lysosomale Speicherkrankheiten. Und er hat über 500 wissenschaftliche Paper veröffentlicht. Der Titel der Präsentation, Fusion Proteins, Fusionsproteine, eine neue Generation der intravenösen ERTs. Professor Giuliani, vielen Dank für Ihre Anwesenheit und Sie haben das Wort. Kind introduction. Thank you to vielen Dank für diese nette Vorstellung, Guillaume, und vielen Dank an die Veranstalter dafür, dass ich mit so hochrangigen Kollegen an dieser Podiumsdiskussion teilnehmen darf. Es war schön, diese perfekte Einführung von Dr. Eto zu hören und jetzt diese spannende Präsentation von Frau Dr. Abbasolo. Ich werde sprechen über die Fusionsproteine als neue Generation von intravenöser ERT. Wie Guillaume gerade erwähnt hat, bin ich Dr. Giuliani aus Porto Alegre in Brasilien. Das sind meine Offenlegungen. Ja, wir haben von Professor Eto gehört über die spezifischen Behandlungen für Mucopolysaccharidose. Ich möchte erinnern an die Standard-intravenöse Enzymersatztherapie, begann in den 90ern mit der Gaucher-Erkrankung. Enzym wurde ursprünglich aus der Plazenta gewonnen, brauchten viel Plazenta, um eine Flasche Enzym zu generieren, was dann verabreicht wurde. Aber später durch neue Technologien und durch Zellexpressionssysteme hat man große Mengen Enzyme produzieren können, um verschiedene Behandlungen zu machen, also für verschiedene Erkrankungen. Seit Anfang 2000 gibt es Behandlungen für MPS-Erkrankungen, also fast 20 Jahre schon auf dem Markt. Standard intravenöse Enzymersatztherapie wird peripher verabreicht, hat aber einige Grenzen. Eine der Hauptgrenzen ist, dass die Blut-Hirn-Schranke
dieses Enzym nicht durchlässt. Das heißt, dass das Enzym das Gehirn nicht erreicht und es gibt mehrere MPS-Formen mit CNS-Beteiligung und deshalb muss das Enzym im Gehirn verabreicht werden. Vor langen Jahren begann die Arbeit an diesem Thema. Hier diese Präsentation aus dem Jahr 1995 von Partridge und auch Boardo und anderen. Es ging um einen neuen Ansatz der Verabreichung von Molekülen, die die Blut-Hirn-Schranke überwinden, heißen auch das trojanische Pferd, weil sie in der Lage sind, diese Barriere zu durchqueren und das zentrale Nervensystem, das CNS oder ZNS, zu erreichen. Fusionsproteine hat die duale Rezeptor-Targeting-Fähigkeit und die ersten Entwicklungen wurden durch dieses Unternehmen in Kalifornien gemacht, Amagen. Schon 2007 haben sie dieses Paper publiziert, genetisches Engineering eines Lysosomal-Enzym-Fusionsprotein für zielgerichtete Verabreichung durch die menschliche Blut-Hirnschranke für Lysosomalerkrankungen. Und dieses Protein hat zwei Teile. Eins hat einen Antikörper, der sich verbindet mit einem Rezeptor bei der Blut-Hirnschranke und der andere Teil hat das Enzym, das dann aktiv wirkt im zentralen Nervensystem. Dieser Antikörperteil zielt ab auf das menschliche Insulinrezeptor, ist der Präsent in der Blut-Hirn-Schranke und das Enzym hat die MANO6-Phosphatrezeptoren, die verabreicht werden können an somatische Gewebe. Was passiert, wenn diese Fusionsproteine mit dem Antikörper erkannt wird von den menschlichen Insulinrezeptor und wenn es dann an der Blut-Hirn-Schranke ankommt, wird es erkannt und es darf durchgehen durch eine rezeptormediierte Transzytose und darf dann in das zentrale Nervensystem. Hier sehen wir präklinische Daten beim Rhesusaffen über das Durchdringen der Blut-Hirn-Schranke von diesem Produkt AGT-181 für Mucopolysaccharidose 1. Hier auf der linken Seite sehen Sie das normale Enzym Aldurazym. Hier sehen wir keine Imprägnation im Gehirn, während bei der Verwendung des Fusionsproteins AGT-181 man die Imprägnation des Gehirns durch das Enzym sieht, also kann die Hirnblutschranke überwinden. Und hier somatisch, also Aldurazym und AGT-181, da sehen wir, dass die somatischen Gewebe erreicht werden in diesen Fällen. Also diese präklinische Studie sagt uns, dass der Unterschied daran besteht, dass AGT-1G1 das ZNS erreichen kann. Ja, hirndurchdringende intravenöse Enzymersatztherapie hat die Fähigkeit, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden und das Gehirn zu erreichen. Ja, nach dieser präklinischen Studie oder den Studien gab es eine klinische Studie, Phase 1-2 in Brasilien mit AGT-181 für MPS-1-Patienten, die vorher naiv waren oder ERT hatten mit Laronidase. Es gab wöchentliche Infusionen mit AGT-181 für 52 Wochen lang. Sicherheit, Pharmakodynamik und Wirksamkeit wurde geprüft. Das war der erste Patient in unserem Zentrum. Und ja, ganz kurz, was hat sich gezeigt? Es gibt eine Stabilisierung der GAG in Urin. Ja, mit Laronidase hatten sie bereits ein geringes Niveau von GAG, aber wir haben auch weitere Verbesserungen gesehen, nämlich Abnahmen in der Leber. Hier
11%, Milz abgenommen etwa 14%, Schulterflexion plus 10% und Schulterextension zugenommen um 9%. Zu den neurokognitiven Ergebnissen haben wir eine Stabilisierung oder Verbesserung beobachten können versus erwartetem Abnehmen des natürlichen Verlaufs. Wir sehen hier oben die Bayley für multiple Bereiche und hier unten auch die entsprechende Bayley DQ und mit AGT-181 haben wir die Stabilisierung dieser Parameter beobachten können mit 52 Wochen. Also sehr positive Resultate, also Ergebnisse, Sicherheit und Tolerabilität von langfristigen AGT-181 ist bewiesen. Medikamentenbezogene unerwünschte Reaktionen sind infusionsbezogene Reaktionen 1,9%, transiente Hypoglyzämie 2,8%. Bei der entsprechenden Dosis 1 bis 3 Milligramm pro Kilo. Die Q ist stabilisiert mit keiner Nettoveränderung nach 52 Wochen von AGT-181 und die kortikale graue Substanz wird stabilisiert, also von der Menge, nach 52 Wochen der Behandlung und auch GAGs im Urin werden stabilisiert. Also diese Behandlung scheint weitere somatische Verbesserungen zu bewirken. Bei Subjekten, die vorher mit Laronidase behandelt wurden, basierend auf einer weiteren Verringerung des Leber- und Milzvolumens und einer Zunahme des Bewegungsumfangs bei der Schulterbeugung und Streckung. Das heißt, Antikörper ADA unter der Behandlung mit AGT-181 ist vergleichbar mit den ADA-Profilen unter Laronidase. Hier, der nächste Schritt. Natürlich wäre gewesen eine Phase 3-Studie, hat aber nicht stattgefunden und das Unternehmen Amagan ist nun Teil von JCR. Mal sehen, was JCR in diesem Bereich macht. Ja, jetzt kommen wir zu MPS2. Die Studie wurde durchgeführt vom japanischen Unternehmen JCR, also ist ein sehr ähnlicher Ansatz, also Fusionsprotein. Und der Antikörper zielt darauf ab, den TFR-Rezeptor zu binden an der Blut-Hirn-Schranke und der Effektor ist ähnlich wie bei der Idursulfase. Dieses Produkt ist in der Lage, somatisches Gewebe zu targeten mit dieser dualen Targeting-Fähigkeit, den Manose 6-PR-Rezeptoren und den TFR, aber mit den Transferin-Rezeptoren ist es auch in der Lage, die Hirn-Blutschranke zu überwinden und das Gehirn zu erreichen. Ja, es wurde eine Phase 2-Studie in Japan durchgeführt, also in Japan Phase 1, aber jetzt erzähle ich noch erstmal, was in Phase 2-Studie in Brasilien geschehen ist. Also es waren Patienten, die 6 Monate Idursulfase bekommen hatten oder naiv waren und wurden dann gescreent. Und es gab 1 Milligramm pro Kilo, 2 Milligramm pro Kilo oder 4 Milligramm pro Kilo, 3 Behandlungsarme, 26 Wochen lang behandelt. Primäres Ziel war Sicherheit, sekundäre und exploratorische Ziele, CSF, Serum, urinäres HS und DS, neurokognitives Testen und auch Testen des adaptiven Verhaltens. Ja, 6 Patienten von 0 bis 3 Jahren, 6 Patienten von 4 bis 7 Jahren und 6 Patienten 8 Jahre oder älter. Ja, das war das Vorhaben. Am Ende hatten wir sogar 19 Patienten. Hier Resultate, CSH-Konzentrate von Heparansulfat können wir hier sehen. Hier sehen wir bei Patienten links 1 Milligramm pro Kilo, in der Mitte 2 Milligramm pro Kilo und rechts 4 Milligramm pro Kilo. Und die Reduktionsraten der Konzentration von Heparansulfat war bei der Gruppe mit 1 Milligramm
langsamer als bei der Gruppe mit einem oder mit zwei, Entschuldigung, oder 4 Milligramm. Und alle Patienten in der 2- und 4-Milligramm-Gruppe hatten weniger Heparansulfat im CSF. Und das zeigt, dass wirklich die Blut-Hirn-Schranke durchdringt. Hier somatische Effekte der Methansulfat im Serum. Hier im oberen Teil sehen wir die Patienten, die Idursulfase bekommen haben. Wir sehen, die Niveaus von der Methansulfate werden aufrechterhalten. Bei Naiven gab es eine starke Abnahme bei denen, die mit 2 und 4 Milligramm behandelt wurden. Zu Lebervolumen, auch hier sehen wir die Patienten, die umgestiegen sind von Idursulfase, haben die Lebervolumina gehalten im Laufe der Studie, und die Patienten, die naiv waren, die mit 2 und 4 Milligramm, die haben auch eine Abnahme des Lebervolumens gehabt. Zusammenfassend, JR141 wurde in der maximalen Dosis von 4 Milligramm pro Kilo gut vertragen. Die Heparansulfatniveaus im CSF verringerte sich bei allen Patienten in Gruppen 2 und 4 Milligramm pro Kilo. Das Entwicklungsalter wurde bei den meisten Patienten stabilisiert oder verbessert. Diese Resultate habe ich jetzt nicht gezeigt. Wirksamkeit und Sicherheit auf systemische Symptome waren in der 2 Milligramm Kilo pro Kilogruppe mit der aktuellen ERT vergleichbar. Schlussfolgerung: Die wöchentliche Verabreichung von JR141 in der Dosis von 2 Milligramm pro Kilo ist optimal bei Patienten mit MPS2. Und jetzt zeige ich einige Resultate, die die Daten aus Brasilien und Japan kombinieren. Hier bei Patienten mit schweren MPS2, hier CSF-Niveaus von Heparansulfat nimmt ab. Bei den Patienten, und das geht unter 4000. Die 4000 Linie habe ich rot markiert. Das ist nämlich das obere Niveau, was man bei Patienten mit milden MPS2 findet. Also Patienten können bis zu 4000 Heparansulfat haben und haben dann eine milde Form von MPS2. Das ist so das Sicherheitslimit. Also, und hier sehen wir, die HS-Konzentration sanken bei allen Probanden mit JR141 und bestätigt, dass die Blut-Hirn-Schranke überwunden wird. Wir sehen, die meisten Patienten haben ein Follow-up von 2 oder über 2 Jahren. Hier, das wurde schon von Professor Eto gezeigt, aber ich möchte betonen, hier der erste Teil links, das sind die Patienten in Phase 1. Bekam Enzymersatztherapie mit diesem Fusionsprotein, und CSF, Heparansulfat, nimmt stark ab nach nur 2 Wochen. Dann wurde die Therapie gestoppt. Dann gehen Sie zurück zur Standard intravenösen Therapie mit Idursulfase, und wir sehen, wie die Heparansulfatniveaus in CSF hier zunehmen. Und dann begann die Studie, und wir sehen wirklich starke Abnahme von Heparansulfat Fahrt, und auch kontinuierlich hat es sich so gehalten für die Dauer der Studie. Also wir sehen, dass die BBB-durchdringende Enzym da eine Wirkung hat. Ja, Entwicklungsbeurteilung, das hat Herr Professor Eto auch gezeigt. Ich möchte hier aber nur betonen, dass die meisten Patienten eine Stabilisierung oder Verbesserung hatten, und JR141 kann CNS-Symptome in MPS2 verbessern. Wir sehen hier die Linien, eine Linie jeweils für einen Patienten verbindet die einzelnen Punkte, und die Patienten, die früher behandelt wurden, haben eine Stabilisierung oder Verbesserung in der Entwicklungsbeurteilung. Hier sehen wir die Veränderung im Laufe der 52
50 Wochen drei Unterdomänen von VABS2, grün die Patienten, die sich verbessert haben, blau die stabilisiert haben, orange die, die sich verschlechtert hat. Und wir sehen, die meisten Patienten hatten eine Verbesserung oder Stabilisierung im Laufe der Studie. Und das sind sehr vielversprechende Resultate. Hier, das wurde auch von Professor Eto gezeigt, aber ich möchte das nochmal hervorheben. Das ist nämlich sehr, sehr interessant, wurde schon auf einem Symposium vorgestellt und wird auch publiziert werden. Also in Blau sehen oder darf man publizieren. Also Blau begann mit Idursulfase nach 2 Jahren und wir sehen, dass dieser Patient nicht die normale Entwicklung dann gehabt hat. Aber das Geschwisterkind, was etwa mit 1 Jahr behandelt wurde, mit dem BBB durchdringenden Enzym hat etwa eine normale Entwicklung. Also die Bedeutung, früh zu behandeln und mit einem Enzym zu behandeln, das auch das zentrale Nervensystem erreicht, wird hier klar aufgezeigt. Hier, das sind präliminäre Studien gewesen von JR41. Hier die Phase 2-Studie in Brasilien. Hier sehen wir meine Kollegin Ana Maria Martinez in Sao Paulo und auch Porto Alegre. Und hier die Phase 2-3-Studie in Japan, schon veröffentlicht. Professor Okoyama, Eto, Sakai und Nakamura haben sich beteiligt an der Studie. Und jetzt kommen wir zurück zu MPS1. JCR hat nämlich ein Programm zu dieser MPS-Art, heißt JR171 ist der gleicher Ansatz. Also wir wissen, ERT standardmäßig überwindet nicht die Blut-Hirn-Schranke, aber mit diesem Fusionsprotein kann diese Behandlung diese Schranke überwinden und das Gehirn erreichen. Und ich möchte Ihnen diese präklinischen Resultate zeigen. Hier auf der linken Seite sehen Sie in schwarz die unbehandelten Mäuse und in rosa sehen Sie die Mäuse, die Laronidase bekommen haben. GAG-Niveau im Gehirn sind erhöht. Aber wenn sie behandelt werden mit JR171, da sehen Sie die drei Werte in der Mitte, die sind fast normal. Das Gleiche gilt für das Gehirn, also CSF und Gehirn. Wenn man den somatischen Bereich anschaut, dann sehen wir, JR171 ist vergleichbar mit Laronidase. Also dieses Enzym kann das Gehirn erreichen und kann das GAG-Niveau reduzieren. Das ist der Unterschied hier. Der erste Teil der klinischen Studie mit JR171. Wir sehen, alle 4 Patienten, die behandelt wurden, hatten eine substanzielle Reduktion von GAGs nach 2 Wochen, also bezogen auf Heparan-Sulfat im zentralen Nervensystem und im CSF. Ja, sehr positive Ergebnisse. Diese Studie geht jetzt weiter und ich hoffe, dass ich in der nächsten Sitzung, wir in der nächsten Sitzung Daten zu dieser Studie vorstellen können und zum Fortschritt dieser Studie. Ja, das ist das, was entwickelt wurde in dem Bereich. Zunächst das Unternehmen Amagen verwendete einen Insulinrezeptor für den Bereich MPS1, haben eine Phase 1-Studie in Brasilien abgeschlossen, aber Amagen ist nun Teil von JCR. Dann haben Sie dieses japanische Unternehmen JCR, die arbeiten mit einem Transferinrezeptor. Zunächst einmal haben Sie sich befasst mit MPS2, haben eine Phase 1-2-Studie in Japan abgeschlossen, dann eine Phase 2-Studie in Brasilien, auch eine Phase 2-3 in Japan. Und dieses Produkt ist zugelassen in Japan, wird damit zum ersten intravenösen BBB-penetrierenden Enzym, was zugelassen ist für MPS. Ja, Sie werden demnächst eine Phase 3-Studie beginnen, eine globale Studie neben Japan und Brasilien, auch Nordamerika und Europa. Und Sie
beginnen jetzt auch eine Studie zu MPS-1, eine Phase 1-2-Studie, die auch in Japan, Brasilien und anderen Ländern durchgeführt werden wird. Und im präklinischen Bereich haben Sie Studien zu MPS 3a, 3b und 7. Morgen bei der Poster-Session, die um 16 Uhr zentraleuropäischer Zeit startet, gibt es zwei Poster zu diesen Studien, MPS 1 und also das ist Poster 47 und dann Poster 48 zu MPS 3. Und dann möchte ich noch betonen, es gibt ein weiteres Unternehmen, Jenali, US-Unternehmen, verwendet auch einen Transferin-Rezeptor und arbeitet an MPS 2, an frühe klinische Entwicklung und sie planen auch an MPS 3a und 3b zu arbeiten. Also dieser Bereich entwickelt sich weiter und ich freue mich sehr, dass wir so gute Resultate zeigen können über diese Technologie. Ich möchte Ihnen danken. Hier haben Sie meine E-Mail-Adresse, falls Sie Fragen haben. Aber ich stehe jetzt auch für Fragen zur Verfügung und ich hoffe, dass wir in der Zukunft in der Lage sind, ein weiteres persönliches Treffen zu haben, vielleicht bei der nächsten MPS-Sitzung. Ich erinnere mich sehr gerne an das Meeting, was wir 2014 in Brasilien organisiert haben. Und es ist sehr wichtig, sich mit Fachleuten zu treffen, mit den Familien, um über neue Fortschritte zu sprechen im Bereich MPS. Also vielen Dank und ich stehe Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. Vielen Dank, Professor Giuliani, für diese hervorragende Arbeit an diesen Technologien und neuen Therapien. Es gibt eine Frage vom Publikum. Was waren die Einschluss- und Ausschlusskriterien für die Patienten? Diese Frage kam schon nach 10 Minuten Ihrer Präsentation. Also ich nehme an, es bezieht sich auf den ersten Teil, auf MPS 1. Ja, vielen Dank für die Frage. Also war sehr inklusiv, auch für Patienten mit schweren Formen und milderen Formen, auch Patienten, die vorher Enzymersatztherapien bekommen hatten, vorausgesetzt, sie hatten ein paar Monate lang eine stabile Dosis verabreicht bekommen oder auch naive Patienten. Ausschlusskriterium war die Teilnahme an anderen klinischen Studien der Gentherapie zum Beispiel oder wenn sie vorher schon eine hämatopoetische Stammzellentransplantation bekommen hatten. Und auch, dass sie eine Lumbarpunktion machen konnten, das war sehr wichtig, denn man muss das GAG-Niveau im CSF messen für die Studie. Das waren die Hauptausstoß- und Einschlusskriterien. Ja. Es gibt eine weitere Frage. Könnten Sie uns mehr Details geben zu den Studien, zu MPS 7, ERTs, die die Bluthirnschranke überwinden. Ja, diese Studie ist, glaube ich, noch in der präklinischen Entwicklung. Das sieht man auch auf der Website von JCR. Dort steht, es ist in der Pipeline. Ich glaube, es befindet sich aktuell in der präklinischen Entwicklung. Also ich kenne jetzt keinen konkreten Plan der klinischen Entwicklung. Ja, es gibt auch eine Frage aus Bangalore, Indien. Ein Patient mit MPS 2, könnte dieser Patient auch die Möglichkeit haben, an einer klinischen Studie von JCR teilzunehmen? Ja, es gibt eine neue Phase 3-Studie für MPS 2, die in Kürze oder beginnen wird. Und Patienten mit MPS 2 werden in der Lage sein, daran teilzunehmen. Ja, abhängig von den Standorten, von den Sites, wo dann Patienten aufgenommen werden. Ja, was denken Sie über die JCR-Produkte von diesem Unternehmen im Vergleich zur hämatopoetischen Stammzellenpräsentation?
Transplantation? Also ist eine sehr gute Frage. Ich habe noch keine Antwort darauf, weil die Studie ja erst beginnt. Ich denke, dass die Transplantation, ja, eine erfolgreiche Transplantation verabreicht eine ganze Reihe von Enzymen oder gibt eine ganze Reihe von Enzymen an die Patienten. Ist eine kleine Menge, aber ist kontinuierlich bei der intravenösen Enzymersatztherapie, wenn man dann ein hirndurchdringendes Enzym hat, dann verabreicht man sozusagen alle 7 Tage das Enzym. Also wir müssen noch gucken, welche Vorteile und Grenzen jede Therapie hat. Aber man kann auch darüber nachdenken, vielleicht diese beiden Therapien zu kombinieren. Es gibt einen Vorschlag, hämatopoetische Stammzellen-Transplantation zu kombinieren mit intrathekaler ERT, vielleicht auch mit intravenöser ERT mit einem BBB-Enzym. It's fully operating. But also, wenn erstmal die Transplantation voll gegriffen hat. Aber natürlich muss man auch das Transplantationsrisiko betrachten. Das ist in Europa und den USA nicht so hoch, aber in anderen Ländern, zum Beispiel in Brasilien, sind die Risiken sehr hoch. Unsere Sterblichkeitsrate in Brasilien beträgt etwa 30%, was sehr hoch ist. Also das muss man bei der hematopoietischen Stammzellentransplantation auch betrachten, also was die Sicherheit angeht. Aber was die Wirksamkeit angeht, müssen wir langfristig schauen, wie sie wirken. Vielen Dank, Professor Giuliani. Wir haben noch einige Fragen, die ich Ihnen dann direkt schicken werde. Und wir kommen nun zum nächsten Redner, nämlich Professor Paul Hamatz. Professor Paul Hamatz, hallo, wie geht es Ihnen? Ein bisschen müde sicher aufgrund der Zeit bei Ihnen? Ja, Professor Hamatz ist der Professor in der Abteilung für Kinderheilkunde an der Universität von Kalifornien, San Francisco, Vereinigte Staaten, und auch Professor der Abteilung der Universität von Kalifornien in San Francisco und am UCSF Benioff Children's Hospital Oakland. Er ist der medizinische Leiter des pädiatrischen klinischen Forschungsprogramms für Mukopolysaccharidose und verwandte Erkrankungen. In den letzten 20 Jahren hat Dr. Hamatz an klinischen Studien zur Entwicklung von Therapien für viele Mukopolysaccharidosen entwickelt, nämlich MPS 1, 2, 3a, 3b, 4a, 6 und 7 teilgenommen und die klinische Versorgung von Patienten mit MPS in Nordkalifornien geleitet. Der Titel der heutigen Präsentation von Herrn Professor Hamatz ist ein Update zu enzymatischen Therapien. Herr Professor Hamatz, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, lieber Kollege. An honor to present. I thank es ist eine Ehre, hier meine Präsentation halten zu dürfen. Ich bedanke mich recht herzlich bei der Organisation und wie Dr. Giuliani schon gesagt hat, freuen wir uns natürlich schon auf die nächste Versammlung, vielleicht in 2-3 Jahren, dass wir uns dann wieder persönlich sehen können und dass wir dann in einer normalen Timezone familienfreundlich und vor allem in der Familie auch der Wissenschaftler uns treffen können. Es ist natürlich ein wundervolles Programm, voll mit neuer Information, neuen Projekten, und ich denke, dass alle 3 Jahre ein Meeting zu versammeln, zu organisieren, eine sehr gute Lösung ist. Ja, hier habe ich mein Disclosure auch. Und ja, wenn wir über heute sprechen, ich wurde von BioMarin, Pediatric GI,
aufgenommen. Fortschritte bei der ERT-Behandlung in den letzten 20 Jahren möchte ich nun auch vorstellen und vielversprechende Studien, auch mit neuartigen Enzymtherapien. Ja, also wie gesagt, ich habe auch als Berater gearbeitet für Biomarin, Chaya, Alexion und andere. Und ja, wir haben an sehr vielen experimentellen Prozessen teilgenommen. Und heute arbeiten wir mit Dr. Giuliani und ich werde bei meinem Vortrag einiges vielleicht wiederholen von dem, was schon gesagt wurde. Aber ja, wie gesagt, es ist wundervoll, wie viel Fortschritt gemacht worden ist in den letzten Jahren und was alles passiert ist in den letzten 20 Jahren in Bezug auf die Therapien. Ja, zum Thema Enzymtherapien. Ich hoffe, dass ich einiges beitragen kann, um Patienten zu stabilisieren, auch in Bezug auf die Gentherapie. Und wir haben sehr viel gelernt von den klinischen Studien MPS6. Und ich hoffe, dass das, was wir gelernt haben, was auch schon von Giuliani zum Beispiel erwähnt worden ist, wirklich der nächste große Schritt ist. Ja, wir sprechen ja von heterogenen Populationen. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir auch von Seiten der Behörden in der Zukunft noch mehr Unterstützung bekommen und mehr Zulassungen. Gut. Hier haben wir die Zusammenfassung dessen, was ab 2000 passiert ist. Jetzt sind wir im Jahr 2021. Ja, 2000 hatten wir eben eine unterstützende Pflege. Wir haben Operationen gemacht, eben um Leistenbrüche, Karpaltunnelsyndrome, Wirbelsäulenstabilisierungen gemacht. Wir haben Atemwegsinfekte behandelt mit Tracheostomie, mit Sauerstoff, ja, Physiotherapie, Rollstühle, Antibiotika, Schmerzmedikamente, ja, und das Stammzellentransplantation bei MPS-IH. Und im Jahr 2021, 20 Jahre später, haben wir eben all das und eben die Enzymersatztherapie. Ja. Und wenn ich spreche von Hurler Corrective Factor, muss ich natürlich die ersten Experimente, die das Prinzip der lysosomalen Enzymsekretion Wiederaufnahme demonstrieren. Wenn ich darüber spreche, möchte ich natürlich immer Frau Elisabeth Neufeld hier meine Anerkennung noch einmal kundtun. Ebenso auch möchte ich sagen, dass es wundervolle Wissenschaftler gibt, eben natürlich Elisabeth Neufeld, sie ist die Grande Dame im EPS-Bereich und sie hat wirklich durchbrechende Forschungsarbeit gemacht in Bezug auf die Enzymersatztherapie, Stammzellentransplantation. Und ja, eben, dass wir auch Cross-Collection machen konnten und nicht nur auf lokaler Ebene. Und natürlich Gentherapie, Handbuch und ja, viele Entwicklungen, die sehr, sehr wichtig sind, die den Durchbruch geschafft haben. Ja.
Ja, und dann haben wir natürlich auch noch Fratantoni, JC, Hall und Neufeld, Hurler und Hunter-Syndrome und gegenseitige Korrektur des Defekts in kultivierten Fibroblasten. Diese Veröffentlichung ist ebenfalls extremst relevant. Weiters hatten wir natürlich dazwischen auch Aktivitäten mit der Entwicklung des Enzymersatztherapie bei Mukopolysaccharidose und in den, hier eben natürlich im MPS-Bereich grundlegend und ja, er hat damals in UCLA gearbeitet, hatte ein junges Projekt, Fakultätsprojekt, und ich kann nur sagen, dass es Studien gegeben hat, die eben extremst relevant waren, auch für die Entwicklung. Ja, also wirklich wichtige Arbeit auch im Zusammenhang mit der Industrie, eben die Kontakte erzeugt, um eben auch hier einen Durchbruch zu schaffen. Er ist nach wie vor eben die relevanteste Persönlichkeit in Bezug auf die Enzymersatztherapie bei seltenen Krankheiten inklusive MPS. Ja, hier haben wir diese Gruppe, die ich vorhin kurz erwähnt habe. Sehr einzigartig, Wissenschaftler, Innovation, Entdeckung, Aufdeckung, Zusammenarbeit und Partnerschaften haben eben zu FDA zugelassenen Enzymersatztherapien geführt, in Zusammenarbeit natürlich auch mit diesen verschiedenen Labors und Sponsoren natürlich für die Entwicklung dieser Therapien. Also wirklich, jeder von Ihnen könnte diesen Vortrag besser halten als ich. Aber ja, wenn wir schon bei den Herausforderungen bei der Behandlung von MPS für das nächste Jahrzehnt sind, wie Giuliani und andere eben schon erwähnt haben, ja, wir brauchen eben und suchen eben neue Wege, damit wir die Therapien ausweiten können. Das Gefühl ist eben für viele Familien, dass sie den Zugang zur Therapie nicht haben. Und gerade auf dieser Ebene müssen wir natürlich unseren Ansatz führen. Es sind teure Behandlungen. Und für einige Erkrankungen gibt es eben auch noch keine wirksamen Behandlungsmöglichkeiten. Nicht? Und Gentherapie ist natürlich auch ein Thema. Und ja, wir haben weiters eben IV-ERT, das wöchentliche Infusionen erfordert und teuer ist. Dann Einfluss der Immunantwort auf die Wirksamkeit und dann Skeletterkrankungen, ja, die nicht gut auf Enzymersatztherapie anspricht oder obwohl das Ergebnis umso besser ist, je früher die Behandlung begonnen wird. Das ist in Amerika wie auch in Europa schön zu sehen, dass man hier immer wieder Fortschritte macht und schnell vorankommt, auch in Japan zum Beispiel. Und auch mit der Einführung eben der neugeborenen Screening-Programme für alle MPS, die nur langsam erfolgt, nur bei MPS 1. Ja,
und eben auch die zentrale Nervensystemerkrankung, die schwer zu behandeln ist, außer bei MPS1-Patienten, die sich früh einer HSCT unterziehen. Also in diesem Sinne eben brauchen wir neue Strategien, neue Behandlungsstrategien für MPS. Und ja, in Bezug auf die Enzyminfusionen, hier haben wir den Zeitrahmen eben FDA zugelassene intravenöse ERT. Die klinischen Studien sind natürlich grundlegend. Man hört leider den Sprecher nicht sehr gut. Die Verbindung ist nicht sehr stabil. Kommentar von der Dolmetscherin. Ja, also wie gesagt, wir haben FDA zugelassene intravenöse ERT, kürzere Infusionszeiten, zum Beispiel 2 Stunden versus 4 Zeiten, dann auch eben höhere Dosis und Häufigkeit auch, also Frequenz. Und auch hier wurde detailliert untersucht, eben die Effekte zum Beispiel auf Leber, Milz, Aorta, also die verschiedenen Organe, wie Sie hier eben auch sehen, auf diesem Bild. Wir haben hier eben die Effizienz untersucht. Dr. Giuliani und Dr. Horowitz Paper haben MPS1-Patienten untersucht. Giuliani hat Standarddosierungen versus höheren Dosierungen auf die Effizienz geprüft. Und wir haben hier eine geringe Effizienz gesehen und wir haben gearbeitet in dem Sinn und untersucht, ob man mit wöchentlichen und abwechselnd wöchentlich mit höheren Dosierungen arbeiten konnte. Ja, und dann zur Immunmodulation. Hier haben wir Veröffentlichungen eben von Rosenberg und dann hier wurde Krishnani, hier wurde die Grundarbeit, der Grundstein gelegt. Er hat Standards entwickelt bei der Verabreichung der Arzneimittel und auch der Einführung des Enzyms. Und die Modulierung von Patienten, die nicht reagieren, also die keine Responder sind. Und auch hier mit Giuliani und mit Kim K.H. Burton und Julian D.C. sehen wir eben die verschiedenen Entwicklungen und auch in Bezug auf die Arbeit mit Antikörpern. Also wie gesagt, es gibt sehr viele Papers, die veröffentlicht sind zu all diesen Modulationen auf Immunebene. Wie gesagt, Dr. Krishnani hat hier Untersuchungen zur klinischen Reaktion durchgeführt. Ja, man hört leider den Sprecher nicht gut, wie gesagt. Hier haben wir die klinische Studie zu ERT bei MPS 7. Das war weiters ein wichtiger Durchbruch
in den letzten 5 Jahren. Was wir hier sehen, eben ist ein sehr schönes Beispiel eben des nächsten Schrittes, eben mit den blind randomisierten 1:1:1:1, eine von 4 Behandlungssequenzgruppen. Das ist in Japan durchgeführt worden auch und ebenfalls in Deutschland. Hier sehen wir eben, dass die internationale Anstrengung sehr gute Früchte gezeigt hat, auch in Bezug hier auf diesen Studiendesign. Wir haben einen Blind Start, randomisierte Studie mit Beginn mit 3 Patienten in jeder Gruppe und danach Bias rausgenommen und wie Sie sehen, eben hier diese Mix, der durchgeführt wurde. Und hier haben wir eben die Resultate, die Ergebnisse, die sehr gut gewesen sind. Also eine durchschnittliche Verbesserung, die wir zeigt mit MED oder Response in Woche 24, also sehr neue und gute Ergebnisse, Endpunkt für klinische Studien. Und ja, wir sehen eben, wie gesagt, dass das sehr gut funktioniert hat. Dann haben wir noch 2 Studien in Amerika. Joe Munzer zur Sicherheit und Effizienz der intrathekalen Udursulfase IT. Eine Phase 2 und Phase 3 Substudie mit Erweiterung. Hier haben wir Phase 2, 3 Studien Design und ja, wie gesagt, zur Sicherheit und Wirksamkeit von intrathekalem Udursulfase-IT bei Patienten unter 3 Jahren mit neuropathischer Mukopolysaccharidose 2 und ja, die randomisierten Phase 2, 3 Studie untersuchte die Auswirkungen eben von der Idursulfase-IT auf die kognitive Funktion bei Jungen im Alter von 3 bis unter 18 Jahren. Wir hatten hier verschiedene Gruppen eben mit verschiedenen Dosierungen und die Substudie, die Teilstudie fand parallel zur Hauptstudie der Phase 2, 3 statt und untersuchte die Sicherheit eben bei Jungen, bei Kindern im Alter von unter 3 Jahren mit MPS-2 und frühen kognitiven Beeinträchtigungen. Ja. Und hier sehen wir eben den Nutzen, potenziellen Nutzen der Idursulfase-IT-Behandlung. Wir sehen hier eben Phase 2-3-Studie, rot Placebo. Wir haben hier Early IT, Idursulfase-IT in Extension und die blaue Linie. Hier sehen wir eine schnelle Stabilisierung, ähnlicher Abfall und der primäre Endpunkt der Phase 2-3-Studie wurde nicht erreicht. Ja, und hier kann natürlich auch der Abfall durch eben die Änderung des Alters der Patienten passiert sein. Hier haben wir das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil im Allgemeinen über 3 über 3 Jahre gut vertragen, keine Abbrüche und also alle 9 Patienten sind stabil und die kognitiven Werte blieben während der 3-jährigen Behandlungszeit relativ stabil.
was auf eine ähnliche Entwicklung wie bei gleichaltrigen gesunden Kindern hindeutet. Das heißt, wir können eben eine Verbesserung erreichen, weil die Werte eben sanken, weil natürlich wichtig, dass man beginnt, bevor schwere Beeinträchtigungen zu erkennen sind. Ja, und dann gibt es auch noch die Untersuchungen von Nicole Muscholl. Leider verlieren wir wieder den Sound. Ich kann leider den Professor nicht hören. Unaffected CSF level for heparin sulfate in our leads, non-reducing assay. This is untreated. Ja, jetzt höre ich ihn wieder. Also, hier haben wir Tralesinidase-Alpha-Behandlung. Die Behandlung eben normalisiert die HSNRE und die Lebergröße. HSNRE-Normalisierung. Wir sehen hier eben das Gehirn und die Veränderungen, die hier stattfinden, das kortikale GM-Volumen und hier eben die Verbesserung im dunkelblauen Bereich und hier eben auch noch den klinischen Nutzen, Kognition, Verhalten, Schlaf, etc. Also Änderung des kortikalen Volumens, Änderung der Kognition. Die Verbesserung, also klinische Verbesserung, haben wir hier gesehen mit 39% der behandelten Rapid-Progressoren sind, die stabil sind und die den vorhergesagten natürlichen Verlauf hier zeigen. Also schnelle Progressoren, langsame Progressoren versus langsame Progressoren. Hier haben wir Tralesinidase-Alpha-Behandlung. Hier die Zusammenfassung. Stoffwechsel wiederhergestellt nach 6 Wochen, Hepatomegalie aufgelöst nach 24 Wochen. Ja, und hier eben verschiedene Bilder. Wir haben vieles gelernt eben aus diesen Studien, haben danach eben auch Biomarker gesehen und entwickelt für MPS6. Auch die Großtiermodelle waren extrem hilfreich. Wir haben weiters eben die Behandlung von MPS6-Katzen. Wir hatten Übersichtsstudien, natürlicher Verlauf und wir haben eine Lektion gelernt, Urin-GAG, ein wichtiger Biomarker. Und die MPS6-Phase-Studie war ebenfalls Phase-3-Studie mit 12 Minuten Gehen zum Beispiel, ist auch hier zu erkennen, eben wie sich die Entwicklung zeigt, eben Placebo versus RHASB, also mittlere Differenz zwischen RHASB und Placebo-Gruppe bei Woche 24. Ja, und die Reserve-Studie, Patienten 10 Jahre später wurden erneut gefragt. Sie wurde durchgeführt, um Follow-up-Daten zur medizinischen Vorgeschichte zu bekommen. Und diese Studie gibt auch Aufschluss über die langfristigen Auswirkungen der Behandlung mit Laglazim. Und zusammenfassend können wir sagen, je früher, desto besser. Hier haben wir die australische Geschwisterstudie, ein Geschwisterkind 3,6 Jahre alt, daneben ein Geschwisterkind 7 Jahre alt. Auch Japan hat hervorragende Studien
Geschwisterstudien. Ja, und hier haben wir Michael Gelb mit den 34 Kernbedingungen, die derzeit im empfohlenen einheitlichen Screening-Panel enthalten sind, MPS Online, MPS 1 Online in Kalifornien. Und hier noch einige sehr schöne Fotos eben und eine Zeugin, auch hier sehen wir Mrs. Bueso in Washington, eben eine Patientin. Ja, sie ist 24 Jahre alt hier auf diesem Foto und sie hat viel länger gelebt, als wir uns jemals vorstellen konnten. Ja, und hier noch Danksagung an Familien, an Forscher, an Koordinatoren, Biomarine und John Hopwood, eine Glassim-Phase-3-Studie. Ja, also vielen Dank, John Hopwood. Und ich hoffe, dass er eben auch zuhören kann. Er ist der Pionier gewesen für diese Phase-3-Studie. Und ja, wir sind wirklich sehr glücklich über diese Resultate. Vielen Dank. Vielen Dank, Professor Hamatz, dass Sie uns die Entwicklung der verschiedenen Behandlungen der Mukopolysaccharidose gezeigt haben, die Entwicklungsgeschichte der Studien und der Ergebnisse der Studien. Glauben Sie, dass mit diesen verschiedenen Behandlungen, dass wir hier auch als eine maßgeschneiderte Medizin und Behandlung anstreben können, sprich angepasst an die verschiedenen MPS-Bevölkerungen? Ja, ich denke, dass, wie auch Dr. Giuliani schon gesagt hat, ein Aspekt, der sehr wichtig ist, ist die Kombination. Eben zwei verschiedene Wege, Enzyme zu präsentieren, auch Kombinationen. Wir haben Studien dazu, substrate-reduzierende Agenten zum Beispiel und Moleküle mit verschiedenen Größen und Funktionen, die sich gegenseitig abwägen. Und ich denke, dass wir hier eben die Effekte auch in Bezug auf Antikörper und Therapien untersuchen und verbessern werden. Eben auch Transfer von IVM im Gehirn und ja. Es wird schwierig werden, Kombinationsstudien durchzuführen, aber ich bin davon überzeugt, dass es funktionieren kann. Ja, gut. Ich danke Ihnen. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende unserer Zeit für diesen Abschnitt. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei allen, die an diesem Roundtable-Gespräch teilgenommen haben. Und vielen Dank auch an die Organisation für diese schöne Gruppe an exzellenten Spezialisten und ihre Vorträge. Vielen Dank an alle.